Wer unseren Kanal regelmäßig guckt, weiß wahrscheinlich auch, wie das Dauerthema unter den Kommentaren lautet: der Preis. Nichts wird in der Szene so heiß diskutiert wie die finanziellen Forderungen, die Fahrzeugbauer für ihre Mobile aufrufen. Kurz, man muss immer mehr Kohle auf die hohe Kante legen, um sich seinen Traum überhaupt irgendwann erfüllen zu können. So zumindest der Tenor. Dass es auch anders geht, zeigt ein Startup aus Datteln mit der Pritschenbude 2, einer schlichten Kabine für Pickups. Kann das funktionieren? Das werden wir in diesem Film klären. Die Pritschenbude 2, die wir hier zur Probefahrt haben, steht auf einem Ford Ranger Doppelkabiner Wildtrack. Alter Bekannter, im wahrsten Sinne des Wortes alter Bekannter, der wird jetzt ja nun zum Herbst, Winter 2022 abgelöst. Insofern verliere ich gar nicht viele Worte darüber, sondern fokussiere eher darauf, wie die Kabine so auf der Ladefläche steht. Und das wird beim neuen Ranger ja nicht anders sein oder überhaupt bei anderen Doppelkabiner-Pickups. Sie ist gerade so groß, dass ich die Heckklappe abnehmen muss, ragt aber kaum über. Das heißt, im Gelände keinerlei Einschränkung. Wenn ich eine 1,5-Kabine habe, dann kann ich die Heckklappe sogar schließen. Was mir beim Blick in den Spiegel auffällt, das sind gleich zwei Dinge. Zum einen, ganz klar, die Kabine ist ja sehr schmal, vergleichbar zum Beispiel mit der PureCab, die wir im Test hatten, oder andere Kabinen mit Längsschläferbetten. Das heißt, sie ist schmaler als die Pritsche an sich, als der Radkasten von der Pritsche. Aber was mir auch auffällt, das ist aber auch ein bisschen subjektiv hier aus dem Spiegel betrachtet, ich habe das Gefühl, die Kabine arbeitet mehr, bewegt sich mehr als andere. Zum einen schließe ich darauf, diese PVC-Schaumplatten, die sind nicht unbedingt hochfest im Vergleich zu GFK-Sandwich zum Beispiel. Und zum zweiten halte ich den Zurpunkt, den vorderen Zurpunkt nicht für optimal, denn der ist ganz vorne und ganz senkrecht und führt im Prinzip senkrecht runter und ist gar nicht diagonal, wie es ja eigentlich sein sollte. Ich sollte ja versuchen, die Wohnkabine immer zueinander zu verzurren, dass sie wirklich fix ist. Das könnte, glaube ich, besser sein. Ob das wirklich ein Problem darstellt, werden wir gleich bei der Fahrt durchs Gelände erfahren. Die 200 Diesel PS des Ranger haben mit ihrer Ladung keine Probleme. Kein Wunder, denn das Gewicht der Pritschenbude wird von ihren Erbauern mit 400 Kilo angegeben. Solche aufgegurteten Pickup-Kabinen sind jetzt natürlich nichts für wirklich schweres Gelände. Das merke ich auch ganz deutlich hier, wie das ist immer noch Bewegung in der Kabine drin. Sie nickt, sie schwingt. Sie ist nicht unnötig kopflastig, das ist schon ganz gut. Ich glaube aber, dass wenn man von diesem Stahlrahmen wegkommt, der oben das Dach einrahmt und den aus Aluminium macht, würde man bestimmt nochmal 20, 30 Kilo einsparen, die man während der Fahrt merkt. Ich kann hier aber oben auch noch eins draufladen, also bis zu 80 Kilogramm Dachlast, sagt der Hersteller, können da oben noch drauf kommen. Dann ist es spätestens nichts mehr fürs Gelände, sondern dann ist es wirklich eher ein Freizeittransporter, um die Kanuausrüstung oder die Fahrräder mit in Urlaub zu nehmen. Was mir natürlich gut gefällt, das ist die Tatsache, dass die Kabine hinten kaum überhängt, jetzt bei dem Doppelkabiner. Ich kann also bedenkenlos rückwärts rangieren. Beim 1,5-Kabiner hätte ich sogar unter Umständen noch die Rückfahrkamera, die ja in der Heckklappe meist verbaut ist. Also damit ist es auch super einsteigertauglich, um so erste Kontakte mit dem Offroad-Reisen zu knüpfen, weil ich mich einfach erstmal aufs Fahren konzentrieren kann und nicht darauf achten muss, dass ich da ja noch mein Wohnzimmer mit dabei habe. Das Wohnzimmer allerdings entwickelt auf unebenem Grund dann doch ein Eigenleben. Und das soll es nicht. Allerdings könnte man hier relativ schnell Abhilfe schaffen, indem die Box anders gesichert wird. Erst tatsächlich nach der ersten Tour hier durch ein bisschen gröberen Boden merkt man das. Der Gurt, der eben fest war, der ist jetzt locker. Man sieht das, wir spannen im Prinzip senkrecht. Das ist nicht ganz optimal. Also müssen wir noch mal hier mal nachgeben. Der Hersteller hat bereits angekündigt, hier nachbessern zu wollen. Ansonsten sind die Gesamtbreite von nur 1,75 Meter und die geringe Aufbauhöhe über der Pritsche von nur 1,20 schön kompakte Maße. Also auf der Straße und im Gelände ist die Pritschenbude wirklich dezent und unauffällig. Sie ist ja wirklich sehr, sehr niedrig.
der Alkoven hier vorne ist knappe 20 cm hoch. Wir haben hier einen fetten Stahlrahmen, das heißt, hier kann ich auch mal einen Ast mitnehmen, wenn ich durchs Gelände bolze. Die Kabine selbst besteht aus PVC-Schaumplatten, die kalt verschweißt sind, so nennt sich das. Also ein anderes Material, als man das sonst kennt, keine Sandwichplatten. Aber die wichtigste Frage ist natürlich, wie viel Platz ist denn jetzt nun in der Pritschenbude 2? Dazu mal eben die Verschlüsse öffnen und schon werden aus budenartigen 1,10 Meter im Innern palastartige 2,30 Meter Stehhöhe. Ja, der Marktstand ist eröffnet. Wie man sieht, das Aufstelldach hochzuklappen geht ratzfatz. Ich habe nur diese zwei Verschlüsse außen, dann klappt es von sich aus hoch. Die Gasdruckdämpfer sind so kräftig, dass da oben auch noch 80 Kilogramm Dachlast drauf könnten. Das merkt man aktuell beim Runterziehen. Dann kommt noch ein etwas entspannterer Dämpfer ran. Und was mir gut gefällt, das ist, dass ich hier in den hinteren Teil so aufklappen kann. Zwei Reißverschlüsse und dann kommen hier die zwei Glasfaserstangen rein. Das ist echt nett. Allerdings, so ganz mückenfest ist das nicht, denn die Reißverschlüsse hier unten, die schließen bei der Baunummer 1 hier noch nicht so richtig dicht ab. Aber auch hier haben sich Sascha Holstein und Michael Weber, die Budenmacher, direkt nach der Probefahrt mit uns dran gemacht, um zu optimieren. Es dauert keine 5 Sekunden, wenn ich in der Pritschenbude bin und ich sehe, hier ist eine ganze Menge Stoff. Es sind Stofftaschen an der Decke, die Wand hier vorne ist mit Stoff verkleidet, an den Seiten sind noch Stautaschen. Aber das wird dem Ganzen nicht gerecht, denn wenn ich die Pritschenbude im Basispreis kaufe, sehe ich hier nämlich gar nichts drin, außer eine ganze Menge Filz. Für die 13.900 Euro gibt es nämlich nur die Leerkabine mit dem Aufstelldach. Und deswegen habe ich mir jetzt mal die Preisliste hier dazu gepackt und einen Taschenrechner. Und dann können wir mal Stück für Stück durchgehen, wo wir dann wirklich am Ende landen, damit das so bewohnbar aussieht, wie es jetzt hier der Fall ist. Das größte Element ist der Block hier, wiegt 21 Kilogramm, also man merkt, mit dem Stoff kann man schon ein bisschen Gewicht sparen. Das ganze gute Stück ist auch nicht fest verbaut, sondern an den seitlichen Airline-Schienen verschraubt, wäre also auch variabel oder herausnehmbar. Allerdings, hier die Küchenzeile und die Wassertanks und sowas und die Elektrik, die da jetzt momentan drin stehen, die gehören wiederum nicht dazu. Das heißt, ich muss jetzt mal anfangen, hier den Taschenrechner zu schwingen. Der Möbelblock kostet 990 Euro extra. Das Wasserpaket mit dem Waschbecken, der Pumpe und den zwei Kanistern da unten, das kostet 330 Euro extra. Und die Elektrik, die hier auf der Seite ist, da gibt es zwei Größen. Das ist jetzt das sogenannte M-Paket mit einer 55 Amperestunden großen Lithiumbatterie, einem Landanschluss und einer kleinen Stromverteilung. Und dem 120 Watt Solarmodul auf dem Dach, das kostet 1630 Euro. Da wären wir schon mal bei 16.850 Euro. Jetzt geht's weiter. Die ganzen Stautaschen hier an der Decke, die Polster, das kostet auch alles extra. Machen wir mal mit der nächsten Runde weiter. Wir haben die Sitz- und Rückenpolster, 4 Stück, 8 cm starker Schaumstoff, kostet 290 Euro. Und dann müssen wir dieses Taschenpaket extra kaufen. Das Taschenpaket kostet 4 Stautaschen, Schuhtasche, Deckenstautasche und Airline-Fittinge 390 Euro. Sind wir bei 17.530 Euro. Dann ist natürlich das Bett ganz wichtig. Das Bett ist 1,68 Meter breit, also richtiger Kracher. Und ist über 2 Meter lang. Hinten mit der Fußhöhe wird es ein bisschen eng. Das sind etwas weniger als 18 cm. Also mit großen Füßen ist das schwierig. Hier kann man auch ganz gut die Bauweise sehen. Nicht nur die Bauweise des Bettes, sondern der ganzen Kabine. Das sind alles CNC-gefertigte, vorgefertigte Teile, die so zusammengesteckt werden und dann in diesem Fall verleimt und verschraubt werden oder bei der Kabine verschweißt werden. Aber auch das Bett kostet extra. Ich gucke mal wieder in die Preisliste. Das Alkovenbett, 490 Euro. Und da kommt sicherlich noch die Matratze dazu. Da haben wir sie. Kaltschaummatratze, zweiteilig, 8 cm stark, 395 Euro. Sind wir also schon bei 18.415 Euro. Das reicht natürlich noch nicht. Ein Wohnmobil braucht auch einen Tisch. Den gibt es hier. Und dann schauen wir mal, was der Tisch kostet. Der ist sicherlich auch nicht im Basispreis enthalten. Der Tisch namens Robotop
Ultrastabilen Drehtisch für Innen und Außen, nennen sie den, kostet, die Zahl habe ich schon mal gehört, 390 Euro. Das ist tatsächlich so, das probieren wir gleich nochmal aus. Diesen Tisch kann ich auch außen an den Airline-Schienen befestigen. Auch der ist hier an den Zur-Schienen innen befestigt, kann ich rausnehmen und draußen verwenden. Dann brauche ich Licht im Dunkeln. Das sind hier so mobile Lampen. An sich ein ganz netter Gag. Ich kann sie eben runterklappen als indirekte Beleuchtung oder als so Art Innenbeleuchtung. Aber das sieht man auch hier schon, die Kabel sind zu nah am Bett. Das scheuert hier immer. Also da müssen wir noch ein bisschen mal genauer ins Detail gehen. Aber auch die Beleuchtung mit 1, 2, 3 LED-Lampen kostet natürlich Geld. Das LED-Lichtpaket mit der Beleuchtung außen kostet 295 Euro. Was fehlt jetzt in dieser Übersicht noch? Zwei Komfortmerkmale, nämlich einmal kühlen und einmal heizen. Eine Kühlbox ist hier in der Preisliste nicht fest vorgesehen. Es ist theoretisch Platz, um da eine Kompressorbox unterzubringen oder hier die Sitzbank zu verkleinern und da wieder was zu verzurren. Schließlich sind auch da die Zurschienen. Dementsprechend fällt dieser Posten raus, aber geheizt werden kann das Fahrzeug, optional, mit einer außen angebrachten Dieselstandheizung im Staukasten. Die kostet hier das sogenannte Heizkraftzwerg. Der sogenannte Heizkraftzwerg kostet 1290 Euro. Das heißt, wir sind hier reisefertig, ohne Basisfahrzeug, liegen wir bei so aktuell 20.390 Euro, kommen ein paar Spanngurte dazu. Also um und bei 21.000 Euro wird man schon einplanen müssen, dass man hiermit losfahren kann. So, aber mal die ganze Rechnerei beiseite. Das Entscheidende ist ja erstmal, wie funktional ist überhaupt diese Kabine. Ihr Alleinstellungsmerkmal, das ist sicherlich dieses große Panoramadach, aber das kann ja nicht alles sein, denn sie muss ja auch innen funktionieren. Und klar, sie ist preisgünstig, gerade wenn ich sie als Leerkabine kaufe, kann ich sie mir frei konfigurieren. Aber wie funktional sind diese einzelnen Elemente? Und da habe ich an manchen Stellen so ein bisschen meine Zweifel. Was über jeden Zweifel erhaben ist, das ist das Bett. Da kann man auch nicht so viel falsch machen, außer dass diese Kabel hier im Weg sind. Da sieht man das, da rutscht es vorbei. Und dann habe ich hier wirklich viel Platz und das ist ja auf Reisen erstmal viel wert. Außerdem toll, der freie Blick in die Natur. Was auf jeden Fall sehr praktisch ist, das ist dieser große Bewegungsraum. Ist also nicht sehr, sehr schmal. Viele Kabinen sind hier schmaler gebaut. Allerdings, was sofort auch auffällt, ist, dass eigentlich Stauraum fehlt. Ich habe hier in der Küchenbox zwar Platz für die Kühlbox, vielleicht auch nur für eine Toilette, bisschen Küchenkram und Herd, aber dann ist im Prinzip auch schon fast alles voll, bis vielleicht auf dieses eine Fach. Platz für Klamotten wird dann schon eng, das heißt, ich muss auf jeden Fall irgendwie eine Reisetasche noch hinstellen. Und ein weiterer Punkt, über den wir hier gerade bei den Dreharbeiten ständig diskutieren, ist dieser Tisch nun im Weg oder ist er nicht im Weg? Auf dieser Seite ist er nicht im Weg. Wenn ich jetzt aber rein und raus will, obwohl vielleicht schon jemand den Abo-Tisch gedeckt hat, dann ist er im Weg. Von außen betrachtet ist er nicht im Weg, weil ich schnell rankam, um ihn von draußen wieder anzubauen. Also es ist so ein Dilemma für und wieder. 50% ist er im Weg, 50% ist er nicht im Weg. Und ein weiteres Detail, das sind diese frei fliegenden Kabel und Lampen. Ja, das ist natürlich schnell installiert und vergleichsweise kostengünstig. Ich glaube, dass es für lange Reisen oder für einfach auch eine dreiwöchige Urlaubsreise irgendwann nervig wird, weil man immer so an dieser Lampe vorbeirutscht. Also an einem flexibel gehaltenen Wochenende ist das sicherlich gut. Und ein tolles Sportgerät, das ist obendrein. Wie bitte? Ach so, ein eleganter Unterschwung und steht da Ihnen? Nein, da gibt es Abzüge in der B-Note. Aber nochmal zurück zur Pritschenbude 2. Ja, sie ist nicht mehr ganz so günstig, wenn man alle Häkchen in der Optionsliste setzt. Aber eine Sache spricht für sie. Ihr könnt sie Stück für Stück ausrüsten, ganz nach eigenem Geldbeutel und dem Anspruch, mit dem ihr auf Reisen gehen wollt. Was mir hier so auffällt, ist, dass die ganze Kombi aus Basisfahrzeug, dem Ford Ranger mit Automatikgetriebe und der Kabine, die ja relativ preiswert startet, Leerkabine für 13,9, dass das Ganze eigentlich ein echtes, gutes Einsteigerauto ist. Also für echte Anfänger, die auch noch gar nicht wissen, ist das was für mich, möchte ich so reisen.
Und wir haben mal den Lukas hier ins Auto gesetzt, unseren Volontär. Der ist erst seit 4 Wochen dabei. Hallo. Hallo. Hi Lukas. Na? Na? Und auch wenn Lukas erst ganz neu im Offroad-Segment ist, er schlägt sich ziemlich gut. Ist noch nie Offroad gefahren, noch nie Geländewagen gefahren und selbst der hat sich hier nicht irgendwo festgefahren, konnte das Auto gut bewegen, hat sich drin wohlgefühlt. Und ich glaube, das ist eine gute Klammer. Diese Pritschenbude und ein Ford Ranger, den man ja auch gebraucht relativ gut kriegt, das könnte ein echtes Einsteigerauto sein, indem man sich so langsam in dieses Thema 4x4 Reisen vortastet. Und mal ehrlich, wenn LED-Lampen, die freifliegenden Kabel und die Zurpunkte alles sind, was nach einem Testtag als Kritik übrig bleibt, dann kann man den Herstellern eines attestieren. Das Erstlingswerk ist gut geworden. Das Fazit. Natürlich ist der Preis ein großes Argument. 13.900 Euro für eine Leerkabine, die auf alle Pickups passt. Damit erreicht man sicherlich viele, viele Menschen. Und die einen sagen dann, mir reicht die Leerkabine und ich baue die selber zu Ende. Die können natürlich nochmal Geld sparen. Und die anderen können sich im Prinzip aus diesen ganzen Modulen bedienen. So wie wir die Kabine jetzt hier hinten im Test hatten, liegen wir bei 21.000 Euro plus minus. Das ist nicht mehr ganz so günstig. Und ich glaube auch, dass man die ein oder anderen Sachen besser machen könnte, besser lösen könnte. Aber das ist ja gerade das Spannende. Ich kann sehen, was kann ich selber machen, was kaufe ich mir lieber dazu, spare ich vielleicht noch, warte auf das Weihnachtsgeld und entwickle mir die Kabine so Stück für Stück nach meinen Bedürfnissen. Die Idee, da alles an den Zurschienen zu befestigen, ist natürlich super und clever. Ich glaube allerdings auch, dass die Kabine an sich noch ein bisschen Optimierungspotenzial hat. Handwerklich ist da noch ein bisschen die Luft nach oben. Aber das wird sich sicherlich zeigen. Es ist ja schließlich erst das Erstlingswerk. Und wenn ihr euch mal einen Überblick über den Markt verschaffen wollt, dann schaut mal in unserem Kanal nach. Denn wir haben schon so manche Pickup-Kabine getestet, von einfach bis luxuriös. Vielleicht ist ja auch was für euch dabei.